Perfekt. So, mein Name ist Nadja Grabo. Ich bin in Berlin gelernte zahnmedizinische Fachangestellte und ich arbeite seit genau 6 Jahren heute auf den Tag bei Zahnklinik Ungarn. Und mein Tätigkeitsschwerpunkt ist der Angebotsversand und die Krankenkassenabwicklung für unsere Patienten. Wir freuen uns, dass wir Dr. Barak heute begrüßen dürfen. Er ist Chefarzt aus der Hillside Dentalklinik in Schopbrunn bzw. in Gödelö. Diese führt er mit seinen Geschwistern in einem sehr hochmodernen Stil. Und dieses Konzept ist ein Familienkonzept. Die Fachärzte haben sich zusammengeschlossen und durch dieses Konzept ist es möglich, für die Patienten eine optimale Behandlung mit allen Absprachen zu führen. Dr. Ibrahim Barak ist Facharzt und Spezialist für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und Diplom-Implantologe. Seine Fachgebiete bilden die Implantologie und Kieferchirurgie, navigierte Implantate und die gewebschonende, minimale invasive Implantologie. Er ist zusätzlich Spezialist der schmerzfreien Behandlungsverfahren in der Zahnchirurgie und Parodontologie. Während seinem MSc-Studium in Deutschland war er im Rahmen seiner wissenschaftlichen Arbeit in der praktischen Anwendung der Smart Guide schablonengeführten Implantologie-Technologie. Sein wissenschaftliches Forschungsdoktorat schloss er 2018 ab und somit ist er beim Thema Implantologie für uns ein erfahrener Spezialist, der mit den neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen zum Thema vertraut ist und somit uns allen die neuesten wissenschaftlichen Studien heute mit einbringen kann beim Thema All on Four. Ich freue mich, dass Dr. Barak sich heute die Zeit nimmt und möchte auch gleich ihn hier begrüßen und ihm die Möglichkeit geben, sich auch noch vorzustellen und dann auch natürlich gleich mit der ersten Frage, die uns alle brennend interessiert, starten. Was ist eigentlich das Besondere an dem All-on-Four-Konzept, Dr. Barak? Ja, ich begrüße auch alle Zuseherinnen und Zuseher. Und naja, so heute, wir werden über das spannende Thema auf die All-on-Four-Implantate und die Vollkieferversorgung sprechen. So, die erste Frage lautet, natürlich was besonders ist beim dem Konzept All-on-Four. Naja, so mit den 4 Implantate, wir können eine Vollkieferversorgung so anbieten, dass wir machen, also meistens wirklich das sehr minimal invasiv durch die Benutzung von den Bohrschablone. Andererseits natürlich so die ganze chirurgische Eingriff ist minimal invasiv. Natürlich die Schnitte sind nicht so groß wie vorher mit den konventionellen Methoden. Und natürlich die Aufwand von den Patienten, so eigentlich die Belastung von den Patienten ist auch minimaler. Und naja, so mit 4 Implantate statt 8 oder 6 Implantate, wir können am Ende einen fixen Zahnersatz mit 12 Zähnen so anbieten, wie es vorher mit den 6 oder 8 Implantaten es war. Und natürlich, was besonders wichtig ist, dass wir machen 2 Implantate in dem vorderen Bereich von den Kiefer gerade und parallel gesetzt. Und die 2 hinteren stehen anguliert und so praktisch, die sind so schräg gesetzt. Und mit den schräg gesetzten Implantaten, wir können eine größere Unterstützung für die zukünftige Kauffläche und für die zukünftige Zahnersatz praktisch anbieten. Und damit können den Patienten wirklich am Ende so wie vorher mit den 8 und 6 Implantate Lösung 12 Zähne haben. So persönlich würde ich das sagen, dass es wirklich besonders gut bei der All-on-Four-Lösung, dass wir können wirklich etwas Sicheres, minimal invasiv und schnell für die Patienten anbieten. Wen ist diese All-on-Four-Lösung gedacht, Dr. Barak? Wer kann davon profitieren, von dieser Lösung? Ist es für alle Patienten möglich? Naja, also es ist eine richtig gute Frage. Ehrlich würde ich das so einfach sagen, ja. So alle.
wirklich. Also natürlich bei den zahnlosen Kiefer ist schon klar, dass wir können einen fixen Zahnersatz so machen. Aber sonst, falls wir haben noch fragende Zähne oder, und natürlich es ist immer eine Bitte, dass, und persönlich ich auch denke, dass was in dem Fall, falls wir müssen leider die bleibenden Zähne entfernen oder falls es etwas damit gibt und wir sind unsicher, ob wir das nochmal wieder mit eigentlich einem Zahnersatz belasten können, das würde ich sagen, dass ehrlich es eine gute Lösung ist, wirklich, weil dann wir können natürlich für die Zukunft eine langfristige und sichere Lösung für die Patienten so anbieten, dass vielleicht natürlich, es ist immer eine Frage, aber falls, also in meisten Fällen, so fast ehrlich kann ich das sagen, dass bei uns von mehr als 90% von allen Fällen, wir können die Implantate sofort belasten mit einem fix verschraubten provisorischen Zahnersatz. Was bedeutet diese fixe Versorgung, dass man sie gleich provisorisch fest versorgen kann? Genau, ja, richtig. So es heißt, dass wir setzen, natürlich, es hängt auch von dem Praxislabor ab, aber es heißt, dass wir machen der OP und dann nach der OP, so ab der OP dauert es circa 3 Stunden lang, bis dem Patienten wieder ein volles Gebiss wieder zurückbekommen können. So es heißt praktisch, dass sie kommen vorbei und dann wir werden die Chirurgie durchführen. Wir nehmen einen Abdruck von den Kiefer und in 3 Stunden es kann fertig sein. Es hängt natürlich von vielen Fakten ab, aber falls wir bleiben wirklich bei uns und bei dem Faktencheck, das ist ja so in 3 Stunden, 3-4 Stunden, wir können die Implantate sofort belasten mit einem fixen Zahnersatz. Natürlich jetzt, ich muss das erwähnen, dass die sind nicht die Keramikzähne noch, die sind künstliche Zähne, aber natürlich aus Kunststoff. Aber die sind fix verschraubt. So, es handelt sich jetzt hier nicht, und das möchte ich betonen, besonders jetzt, dass es ist keine herausnehmbare Zahnersatz, sondern eine fix verschraubte provisorische Zahnersatz. Wie sieht es aus? Ist bei diesen Versorgungen die Möglichkeit gegeben, dass ein Knochenaufbau erfolgen muss? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Ja, so, das finde ich auch eine gute Frage, weil meistens die Patienten und natürlich persönlich möchte ich auch einerseits, keine mehr extra Wartezeit haben für die fixe Zahnersatz und eine kürzere Behandlungskonzept zu haben. Und natürlich mit dem Knochenaufbau, es dauert immer, immer länger. Ich meine, dass falls wir machen einen Knochenaufbau, dann es muss einwachsen und dann können wir als die Implantate einsetzen. So einerseits ist es nicht erforderlich, so nicht immer brauchen wir das Knochenersatzmaterialien. So meistens wir können die Kieferhöhle und in den unteren Kiefer die Nerven so vermeiden, dass wir die 2 Implantate, wie ich das erwähnt habe, anguliert einsetzen werden. So circa diese Angulation ist zwischen, das ist immer so anders, so individuell, aber es ist so gesetzt, dass dieser Winkel ist zwischen 17 und 45 Grad ist. Und dadurch können wir das Knochenaufbau in beide Kiefer vermeiden. Sie haben uns jetzt schon erklärt, dass das erstmal die provisorische Versorgung nach diesem operativen Eingriff geben wird für die Patienten. Wie ist dann der weitere Ablauf? Erfolgt dann ein zweiter Aufenthalt für die Patienten? Wie dürfen wir uns den Ablauf weiter vorstellen? Natürlich, es gibt eine Beratung und wir diskutieren alles und wir werden alle Fragen beantworten und
naja, also alle Möglichkeiten und wie, also das möchte ich wirklich jetzt erwähnen, dass so All-on-Four ist ein Konzept generell für alle, aber wie wir das durchführen können oder vielleicht gibt es auch natürlich jetzt schon, falls wir sprechen über zum Beispiel den oberen Kiefer, wo das Knochenmaterial ein bisschen anders ist im Vergleich zu den unteren. Und manchmal, es kommt vor, dass statt 4, wir sollen 6 Implantate einsetzen. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten und das werden wir erstmal durchsprechen. Aber dann, falls die Patienten haben sich entschieden für die All-on-4-Konzept und für die Handlung durchzuführen zu lassen, dann wir machen erst die OP. So, wir werden, also praktisch, falls wir haben noch Zähne drinnen in den Kiefer, dann wir werden das entfernen und nach der Zahnentfernung kommen gleichzeitig mit der Zahnentfernung sofort die Implantate rein. Natürlich, dafür müssen wir die Knochen reinigen und alles sauber machen. Und bei uns, es gibt auch eine Lasertherapie vor der Behandlung auch und dadurch können wir alles sauber machen. So, wir machen die OP. Dann, wir werden, und natürlich, es ist in der Konzept eigentlich so eingebaut, dass wir müssen eigentlich die Knochenniveau ausgleichen und auch für die hinten anguliert Implantate. Wir müssen das so mit Aufbauköpfe ausgleichen, dass es in einem Niveau ist. So praktisch, wir setzen alle rein. Wir werden auch die Aufbauköpfe in den Implantate einsetzen und von der Stelle nehmen wir einen Abdruck und dann wir werden das in dem Labor schicken und dann der Zahntechniker fängt die Kunststoffzähne zu bearbeiten an. Und ja, so dann, es dauert circa 3-4 Stunden und dann kommt zurück der Zahnersatz und wir werden das in den Kiefer so einsetzen, dass wir werden das auf die Implantate verschrauben und das fixieren. Und dann natürlich an den nächsten Tag gibt es auch einen Kontrolltermin und dort können wir der Gebiss korrigieren, falls es nötig wäre. Und dann praktisch der Patient kann einfahren. Und naja, so ich möchte, das habe ich noch nicht erwähnt, aber so bei einer solchen Behandlung steht zur Verfügung und natürlich die Möglichkeit finde ich einfach toll, dass wir können das in Narkose machen. Sehr gut. Und dann der zweite Termin, bei dem dann die endgültige Brücke angefertigt und eingegliedert wird, sozusagen, wenn die Implantate dann eine gewisse Einheilungszeit hatten. Genau, ja, so es ist auch anders bei den All-on-4-Implantaten, dass, also wie wir das vorher besprochen haben, so die verheilen schneller, weil die in den eigenen Kieferknochen eingesetzt werden. Also dafür brauchen wir keine extra Verheilungszeit. So meistens, es schaut so aus, dass wir machen die vielen Implantate rein, die Patienten bekommen die, also natürlich die fix verschraubte provisorische Zähne und dann sie können zurückkommen nach 3 oder maximum 4 Monate und dann wir können das runternehmen und wir machen eine vorverblendete Metallkeramikzahnersatz drauf, so dann kommt die endgültige fixe Keramikzähne drauf. Und dass die Angstpatienten auch beispielsweise unter Narkose behandelt worden sind, hatten wir auch schon besprochen. Das ist natürlich auch immer eine große Frage unserer Patienten. Das haben Sie ja schon beantwortet. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten zu? Ja, so, ich möchte, ja, also ich möchte es auch wirklich betonen, dass bei einer solchen Behandlung, bei einer solchen, und es ist wirklich eine Vollkieferversorgung, natürlich. Trotzdem es minimal invasiv ist, natürlich es kann ein bisschen viel scheinen und eben deshalb würde ich immer das sagen oder das empfehlen, dass die Patienten müssen das nicht aushalten
Und natürlich, es gibt die Möglichkeit, das entweder in Vollnarkose oder in Dämmerschlaf das machen zu lassen. Und natürlich dann die ganze Behandlung, würde ich das sagen, dass also, sie schlafen ein bisschen und dann sie werden die fixe Zähne fast sofort bekommen. Und das finde ich wirklich toll, weil also vorher haben wir das und das habe ich auch ehrlich so gemacht, dass wir haben die Zähne entfernt, dann kommt die 3 Monate für die Verheilungszeit und dann könnten wir erst das Knochenersatzmaterial in den Kieferknochen einlegen, dann es muss wieder einwachsen, welches dauert, es hängt auch von den eigenen Knochen ab, falls die Knochenmenge war sehr gering vorher, dann es war manchmal auch zwischen 8 und auch bis 10 oder 12 Monaten, nur bis den Knochenaufbau verheilt und dann könnten wir erst die Implantate einsetzen. So praktisch war es so vorher, also ohne die Onofor-Konzept, dass wir haben wirklich vom Anfang bis am Ende, bis die Patienten Zähne bekommen haben, wirklich zwischen 1 Jahr und 15 Monate gebracht. Und naja, also das ist wirklich, wirklich sehr belastend. Das ist wirklich zu viel. Und bei der Konzept wirklich, es schaut so aus eigentlich, dass wir machen sofort alle rein. So, wir entfernen die Zähne, gleichzeitig setzen wir die Implantate rein und dann in 4 Monaten am spätestens, wir können das wirklich mit endlich mit einer endgültigen fixer Keramikzahnersatz belasten. Und das finde ich wirklich sehr toll. Und naja, so praktisch brauchen wir wirklich nur für die Chirurgie die Narkose, weil sonst nachher, wir nehmen das nur runter, so wir machen fast keine Nachbehandlungen, so wir brauchen nichts, nur das runterzunehmen und einen neuen Abdruck zu nehmen für die endgültige. So keine zusätzliche Chirurgie oder Knochenaufbau, solche brauchen wir nicht mehr. Kann man da einen Preisüberschlag machen? Was kostet so eine Versorgung, wenn man jetzt von einem Kiefer erstmal ausgeht? Ja, natürlich, es gibt ein paar zusätzliche Kosten, aber weil wir meistens keinen Knochenaufbau und solche brauchen, so, naja, bei uns, es kostet circa mit 4 Implantate und der fixe Zahnersatz, das ist circa 7.500 Euro pro Kiefer. Aber jetzt, es gibt eine Preisermäßigung bis Ende September von 1.000 Euro. So, es kostet jetzt praktisch mit den 4 Implantate und der fixe Keramikzähne kostet es bei uns jetzt bis Ende September 6.500 Euro pro Kiefer. Sehr schön. Wir haben hier unten eine Chatfunktion. Wenn jetzt im Laufe des Vortrages irgendwelche speziellen Fragen an Dr. Barak entstanden sind, können Sie die dort gerne alle einfügen. Wir werden uns gleich die Zeit auch noch nehmen und da einfach auf die Fragen nochmal eingehen. Zusammenfassend können wir sagen, dass diese All-on-4-Lösung für die meisten Patienten möglich wäre. Auch Angstpatienten können diese Behandlung durchführen, auch unter Narkose. Und es ist einfach eine schnellere Lösung als diese anderen Implantatlösungen, die angeboten werden, weil man auf den Knochenaufbau und auf viele Zwischenschritte sozusagen der Heilungszeit verzichten kann. Kann man das so zusammenfügend sagen, Dr. Barak? Ja, ich bin einverstanden, wirklich hundertprozentig, was Sie gesagt haben. Und natürlich noch kommt dazu, dass so persönlich bin ich überzeugt davon, dass es wirklich der Zukunft ist. Natürlich, die ganze Konzept steht zur Verfügung seit also Anfang 2004 oder so. In Studien haben wir das angefangen. Das war 1990. Seitdem, wir kennen die Konzepte, aber von 2004 steht für alle zur Verfügung. Und naja, so wirklich, es ist der Zukunft. Und persönlich mache ich auch bis jetzt. Und es gibt solche Fälle, in denen wir müssen die
Also wir müssen eigentlich den Knochenaufbau machen. Aber falls es kommt in Frage, und das ist wirklich eine persönliche Meinung, einerseits, andererseits mit den wissenschaftlichen Studien, jetzt, ich kann das wirklich betonen, dass falls wir vergleichen, die eigenen Knochen und das Knochenersatzmaterial, naja, so, es ist langfristig besser, falls wir so lang wie möglich und so lang, bis es nicht praktisch nötig ist, Knochenersatzmaterialien zu benutzen, dann, also die eigene Knochen ist viel, viel, viel besser. Das muss ich ehrlich zugeben. Und deshalb, die ganze Konzept finde ich einerseits super, andererseits sicher auch, weil wir belasten nur die eigenen Knochen, ohne Knochenaufbau meistens. Und falls wir brauchen Knochenaufbau, es ist auch meistens nicht so schlimm, weil wir benutzen einen Teil von den eigenen Knochen. So, wir machen eine Mischung von eigenen Knochen und Knochenersatzmaterialien. So, es funktioniert sehr, sehr gut. Sehr schön. Was wir noch dazu fügen können, ist, dass die Krankenkasse natürlich den Festzuschuss für die Patienten auch in diesem Fall übernehmen. Das ist pro Kiefer in etwa 500 bis 600 Euro, was die Krankenkasse dazu zahlt, allerdings nur für den Zahnersatz im Anschluss. Das heißt, das könnte man dann noch runterrechnen von den 6.500 Euro, von denen wir jetzt erstmal ausgehen bis Ende September. Genau, dann ist es so, dass Sie ja für diese provisorische Übergangsversorgung auch einen Anspruch auf den Festzuschuss haben. Der liegt in der Regel so bei 300 Euro. Das heißt, pro Kiefer kann man dann in etwa für diese Behandlung auch für den Zahnersatz für 800 Euro rechnen. Grundsätzlich ist es so, wenn die Zähne entfernt werden, auch da wird die Krankenkasse einen Zuschuss zugeben, sodass Sie nicht komplett die 6.500 Euro dann selbstständig bezahlen müssen. So, jetzt haben wir natürlich sehr, sehr viele Informationen bekommen und müssen das alle sicherlich sacken lassen. Aber wir haben auch in unserem Chat schon einige Fragen. Liebe Chilla, hast du Lust, einmal die Fragen unserer Patienten an Dr. Barak weiterzuleiten? Sehr gerne. Noch, dass wir auch die noch besprechen können. Sehr, sehr gerne. Es sind tatsächlich ein paar Fragen gekommen. Also ich kann jedem nur empfehlen, seine Fragen jetzt im Chat noch zu stellen, weil wir können auf alle Fragen eingehen. Die erste Frage ist, wenn es für alle geeignet ist, sind damit auch die verschiedenen Altersgruppen gemeint? Naja, also es ist eine gute Frage, aber sonst, es gibt keinen Unterschied. So persönlich habe ich, also von dem Alter von, so mein jüngster Patient war 35 oder so und die älteste war 87, wo ich eine solche Konzept gemacht habe. So, es gibt keine, nichts. So, wir können Olomv wirklich, wirklich in alle Alter machen, ohne weiterhin. Super. Die nächste Frage. Ist es richtig, dass diese Möglichkeit beinhaltet, dass wirklich die vorhandenen eigenen Zähne grundsätzlich entfernt werden müssen? Also wahrscheinlich ist die Frage, dass die vorhandenen Zähne bei dem All-on-4-Konzept müssen dann entfernt werden, um dieses Konzept zu machen. Naja, aber wir sollen das nicht so vorstellen, dass wir gesunde Zähne entfernen müssen. Also deshalb habe ich das vorher erwähnt, dass, naja, so falls die Zähne sind nicht voll gesund oder falls wir werden Probleme erfahren damit oder falls wir denken langfristig und falls es in Frage kommt, ob wirklich wir die Zähne noch mehr belasten mit einem Zahnersatz könnten, naja, dann ist es schon eine Frage, was wir denken an der Zukunft, aber sonst, also so gesunde vorhandene Zähne zu entfernen, das brauchen wir nicht, weil dann die Frage ist wirklich, ob wir eine Ordnung vormachen müssen oder sollen, praktisch, aber dann es gibt andere Lösungen. So, die Frage würde ich dann so beantworten, dass
Naja, so falls die vorhandenen Zähne sind schlecht genügend, dann wir müssen das entfernen sowieso. Aber falls die sind gesunde Zähne, dann wir brauchen eine andere Lösung. So, dann es kommt nicht in Frage, ob wir das entfernen müssen oder nicht, weil dann die Frage ist ganz klar, wir brauchen das nicht zu entfernen, so wir müssen eine andere Implantatlösung finden. Vielen Dank. Die nächste Frage eines Patienten oder einer Patientin ist, ich habe schon 2 Implantate, ändert das was? Naja, so eine sehr gute Frage. Wir brauchen dann einen dringenden Aufnahme von der Stelle, weil dann können wir das richtig beantworten. Sonst, naja, so es ist wirklich, und jetzt besonders eine gute Frage ist, weil so die vorderen 2 Implantate müssen wir gerade parallel einsetzen in dem vorderen Bereich von den Kieferknochen und die 2 hinteren kommen anguliert, schräg gesetzt. So, naja, so praktisch, weil wir wissen das nicht ganz genau, wie die Implantate eingesetzt sind und wo haben der andere Arzt das eingesetzt. Deshalb, ich kann das leider richtig nicht beantworten. Es kann die Behandlung verändern oder falls die sitzen so, dann nicht. So, deshalb eine richtige 100%ige Antwort kann ich leider nicht geben, aber es kann die Konzept verändern, weil falls die sind nicht so gut eingesetzt für die Oral-4-Konzept, wir brauchen wirklich so gerade gesetzte Implantate wirklich in dem vorderen Bereich und die angulierte hinten, so deshalb, naja. Es hängt davon ab, wo diese Implantate sind. Und genau, ja. Wie weitergemacht werden kann. So das würde ich sagen, dass das war eine richtig schwierige Frage, weil also ohne Röntgenbild können wir das leider nicht beantworten. Okay, dann ist das ja schon die Antwort. Patient darf uns gerne das Röntgenbild zusenden und Herr Dr. Barak kann dann anschauen und genau, Empfehlung aussprechen. Das wäre sehr lieb, ja. Es gibt noch 1, 2 ablauftechnische Fragen, darauf komme ich vielleicht noch zum Ende zu sprechen. Jetzt erstmal noch eine Frage zur Behandlung an sich. Wie lange ist die Garantie und Haltbarkeit? Ja. Für das Konzept. Naja, so. Wie lang ist die Prognose für eine All-on-4-Versorgung aus Ihrer ärztlichen Sicht? Naja, so ehrlich, es ist wirklich eine richtig gute Frage, so ich bin sehr dankbar. So eigentlich, es schaut so aus, dass natürlich bei uns, es gibt 5 Jahre lang Garantie. Aber natürlich, wir möchten eine solche Zahnersatz so lang wie möglich zu benutzen. Aber naja, so persönlich und das zeigt schon die Studien, dass also 10 Jahre ist die Minimumzeit. Aber natürlich, falls wir kommen regelmäßig für die Kontrolle, so falls wir können das wirklich jede 6 Monate oder jedes Jahr Minimum einmal untersuchen. Und natürlich bei einer solchen Kontrolle meistens verschrauben die Brücke runter. Es ist sehr einfach, es ist fix verschraubt, so wir schrauben das nur runter. Es hat nichts zu tun mit Schmerzen, gar nichts. So wir schrauben das runter. Der Zahntechniker poliert den Zahnersatz ab. So falls etwas gibt oder falls es gibt eine kleine Beschädigung auch, wir können das sofort korrigieren. Und wir können alle reinigen, was der Zahnersatz betrifft und was die Implantate betreffend ist in den Kieferknochen. Falls etwas gibt, wir können das auch sofort bei einer Kontrolle, falls es nötig ist, behandeln. Und dadurch, ehrlich, ich finde gar kein Problem, das auch hoffentlich lebenslang zu benutzen. Aber Minimum 10 Jahre würde ich sagen, oder natürlich mehr für eine solche Lösung. Es hängt wirklich davon ab, ob wir darauf wirklich gut achten, dass wir unsere eigenen Zähne auch sauber halten.
Ich meine, mit der Neuronvorbrücke, falls wir machen alles wirklich sauber, falls wir reinigen das gut regelmäßig, dann spielt dann keine Rolle. So, es kann auch lebenslang halten, wirklich. Super. Dann gibt es hier noch ein, zwei Fragen. Da würde ich Herrn Dr. Barak auch unterstützend zur Seite stehen und vielleicht aus Sicht von Zahnklinik Ungarn auch eine Antwort geben. Hier ist noch eine Frage, wie sieht es mit ortsnaher Nachbehandlung aus, beziehungsweise Partnerzahnärzte in Deutschland? Zahnklinik Ungarn, unser Beratungsbüro, verfügt über Partnerzahnärzte in Deutschland, in ganz Deutschland verteilt, in den größeren Hauptstädten. So sollte eine Nachbehandlung notwendig sein nach einem chirurgischen Eingriff, vielleicht Nahtentfernung oder irgendetwas fühlt der Patient, das nicht in Ordnung ist. Es gibt seitens Zahnklinik Ungarn immer die Möglichkeit, einen Partnerzahnarzt kurzfristig aufzusuchen. Natürlich, wie Herr Dr. Barak auch gesagt hat, die jährlichen Kontrollen empfiehlt sich natürlich bei der Zahnklinik zu machen, wo die Zahnbehandlung auch erfolgt ist, weil Herr Dr. Barak nimmt die Brücke runter, prüft und kann sofort reagieren, sollte er feststellen, dass eine Behandlung notwendig ist. Es gibt immer Möglichkeiten, Partnerzahnärzte im Notfall in Deutschland aufzusuchen. Da sind wir als Beratungsbüro gerne helfend tätig und helfen Ihnen. Ja, also, ich darf das kurz unterbrechen. Was passieren konnte, ist eigentlich, also persönlich bei uns, wir machen wirklich alles fertig. So, es läuft in einem Maximum 3-Tage-Konzept. So einmal ersten Tag die Beratung und wir werden die Bohrschablone vorbereiten und alle Geräte für die OP. Zweites Tag, wir machen alles, also die OP und die provisorische Zähne auch fertig. Und das letzte Tages machen wir nur eine Kontrolle und dann die Patienten können heimfahren. Natürlich, so zum Beispiel die Nähte sind selbstauflösende. So praktisch, weil wir machen eine solche Provisorium auf die Implantate. Es bedeckt wirklich die ganze Stelle. So deshalb, wir können auch die Nähte nicht fühlen. So, es kann nicht störend sein eigentlich. Und dann es kommt von selber raus. So, es heißt, dass wir werden das praktisch verlieren. So, wir brauchen keine extra Nahtentfernung oder solche nicht. Die einzige, was passieren kann, ist, dass vielleicht die Kunststoffzähne splittern ein bisschen ab. Aber sonst praktisch macht es nichts. Vielleicht, falls es ästhetisch störend ist, dann, wie Sie gesagt haben, natürlich, es gibt Partnerzahnärzte für die Büro. Aber sonst, es hat nichts zu tun mit der Stabilität von den Implantaten. So persönlich. Und natürlich die endgültigen Zähne kommen sowieso nach die 3-4 Monate Verheilungszeit und dann kann man das verändern lassen sowieso. So deshalb persönlich, falls alles läuft 100%ig, dann also es kommt dann so vor, dass sie kommen oder sie fahren runter nach uns und dann wir treffen einander nach der ersten Sitzungen nach die 3 Monaten. Dann wir machen die endgültige fertig und dann ist es frisch. So, dann ist es wirklich fertig und wir brauchen keine extra Behandlungen durchzuführen zu lassen. Das hört sich ja gut an. Letzte Frage. Also falls noch jemand Fragen hat, kann er es noch stellen. Aber ich habe hier noch eine letzte Frage. Ein Patient schreibt, während unseres Gesprächs, also vielleicht sind auf viele Fragen schon Antworten gekommen, aber die Frage lautet, ich habe noch kein Gesamtbild, Aufenthalt sowie Gesamtpreis, beziehungsweise er schreibt weiter, ich bin zahnlos schon seit 2 Jahren. Ja, also falls es ist der Fall, dann also eine zahnlose Kiefer ist immer gut für eine Ohrenvorlösung. So, wir können das sicher durchführen.
Vielleicht nach die 2 Jahren, es ist schon eine Frage, ob wir vielleicht einen Knochenaufbau brauchen werden, ein bisschen oder nicht. Aber sonst, das finde ich eigentlich sehr gut. So für ein On-on-4-Konzept ist es gut geeignet. So, wir können das machen. Und natürlich mit der Preisfrage, so jetzt, wie die Frau Grabow hat das gefragt, so jetzt, das kostet bis Ende September bei uns die 4 Implantate und der fixe Zahnersatz 6.500 Euro pro Kiefer. So, also die andere würde ich sagen, dass vielleicht kann ich das nicht richtig beantworten mit der Krankenversicherung, aber vielleicht können Sie mir aushelfen, Frau Gregor. Genau, die Krankenkasse, wir teilen uns einfach auf. Die Krankenkasse, genau, die zahlt für diese endgültige Zahnersatzversorgung 500 Euro pro Kiefer dazu in etwa und für diese provisorische Versorgung zwischen 200 und 300 Euro in der Regel. Das kann man so grob schätzen. Also bleibt für die Patienten sozusagen aktuell mit diesem Sommerangebot ungefähr 5.900 Euro. 5.800 übrig, genau, die selbst zu tragen sind. Und die Reisekosten und die Flugkosten, wenn das jetzt auch noch mit in dieser Kalkulation gefragt worden wäre, handeln sich natürlich immer nach den aktuellen Flugpreisen der einzelnen Fluggesellschaften. Das suchen wir dann aber gerne für Sie nochmal speziell raus. Aber das kann man grundsätzlich jetzt vorab gar nicht so pauschalisieren. Und die letzte Frage, und die holländische Krankenversicherung, also Krankenversicherung im Ausland. Können wir da was sagen? Also da würde ich mich nicht so weit rauslehnen wollen. Ich kenne mich jetzt tatsächlich nur mit den deutschen Krankenkassen aus. Aber das kann man natürlich, Dr. Barak erstellt ja diese Behandlungspläne für Sie vorab. Und da sind natürlich die einzelnen Aufenthalte, die Kosten der Behandlung immer mit aufgeführt. Und in Deutschland regelt es sich so, dass man diese Behandlungspläne einfach bei der Krankenversicherung einreicht. Und ich würde das einfach mal an die holländische Krankenversicherung einreichen und nachfragen, was die da bezuschussen würden. Vielen Dank. Keine weiteren Fragen von hier aus. Dankeschön. Sehr schön. Also ich fand es super interessant, ganz toll. Vielen Dank, Dr. Barak. Es ist so, dass wir heute festgestellt haben, dass grundsätzlich vorab immer eine Planung durch den Arzt durchgeführt werden muss, wo auch Röntgenbilder mit inbegriffen sind, die auch gerne vor Ort gemacht werden können oder uns vorab an unser Zahnklinik-Ungarn-Büro per E-Mail oder auch per Post zugesandt werden können. Wir benötigen dann ein aktuelles Röntgenbild, ein Zahnbefund und gerne auch immer Fotos, um einen Behandlungsplan anfertigen zu können. Aktuell können wir Ihnen natürlich unser First-Step-Angebot auch anbieten, was Ihnen die Möglichkeit gibt, zu vergünstigten Konditionen direkt zu Dr. Barak vor Ort zu reisen und mit ihm persönlich alles nochmal in Ruhe auf Ihrem Befund zu besprechen. Sollte, wie er uns das schon erklärt hat, eine All-on-4-Lösung nicht möglich sein, ist es natürlich möglich, dass Sie auch einen anderen Behandlungsplan, der für Ihre Zahnersatzversorgung passt, erstellt bekommen. Genau, so wäre der Ablauf. Da können wir Sie aber auch gerne nochmal direkt beraten. Da haben Sie keine Scheu, rufen Sie uns gerne einfach an und einer von unserem Expertenteam wird Sie da direkt auf Ihre Situation gerne auch beraten. Genau, wenn keine weiteren Fragen sind, was wir schon geklärt haben, freue ich mich, dass Sie heute sich alle die Zeit genommen haben, dabei zu sein. Zukünftig wird es von unserer Seite aus immer wieder Webinare geben zu einzelnen Themen und wir freuen uns natürlich, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und verbleiben einfach bis zum nächsten Mal und wünschen für alle einen schönen Nachmittag. Ja, ich möchte auch alle bedanken für die Aufmerksamkeit und naja, so wir können dann wirklich stundenlang reden, weil es wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Und naja, so falls Sie noch Fragen hätten oder falls naja, so etwas in Frage kommt wirklich, dann stehe gerne immer zur Verfügung und ja, so wir können alle Fragen beantworten mit den Kolleginnen so. Ja, ich bedanke mich auch wirklich für die Möglichkeit heute, ja. Vielen Dank für Ihre Zeit, Dr. Barak. Danke sehr. Vielen Dank. Tschüss. Wiedersehen.